Das Abenteuer soll in Lübeck beginnen. Drei Fliegerfreunde wollen mit Gästen von der Ostsee an die Nordsee. Per Tragschrauber, einer Art fliegendem Moped. So, Betriebszeiten. Chefplaner Sebastian Siemers wartet noch auf Kumpel Kio und checkt die aktuelle Wetterlage. Verständlich. Ja. Ja. So, das Thema hatten wir beide ja schon mal. Update von 93. Ja, wir wollten eigentlich von Sylt nach Usedom fliegen. Inselhopping, jede Insel wollten wir anfliegen, die auf dem Weg liegt. Und leider fliegen gerade auf Sylt die Seehunde. Also das richtig Sturm, was man hier komischerweise gar nicht merkt. Ein sehr interessantes Wetterphänomen. An der Nordseeküste, da stürmt das und hier ist es fast windstill. Und deswegen haben wir den ganzen Plan umgeworfen und wir fliegen die Sache jetzt rückwärts ab. Das heißt heute bis an die polnische Grenze nach Usedom, nach Heringsdorf und von dort aus setzen wir dann unser Inselhopping fort. Sebastians Kumpel Ronald Kiaulen, genannt Kio, hat gerade einen neuen Tragschrauber in Sachsen geliehen. Mit an Bord eine gute Freundin. Moin, du Frühaufsteher. Hallo. 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 Unsere Frauenquote. Sebastian, hey. Ja, das stimmt. Wir brauchen ja jemanden, der auf uns aufpasst, damit wir keinen Quatsch machen. Soll ich dir was abnehmen? Ja. Packesel. Ah, das ist aber sehr geräumig bei dir hier. Hi. Und wie lange hast du gebraucht? Eine Stunde 30 Minuten. Ja, gut. Aber gestern, ich habe ein paar Bilder, das waren echt Gewitterzellen. Gestern war ja auch keine Chance. Das war total. Ich habe extra Bilder gemacht davon, weil das gar keiner glaubt. Meine Frau hat mir Bilder geschickt. Hier oben ist super Wetter. Und da unten war totale Katastrophe. Und das Startverbot gekriegt. Die haben gesagt, du fliegst heute nicht hoch. Kios Frau kann nicht mitkommen. Schichtdienst als Kinderärztin. Glück für Rosi. Oh, mein Lieber. Hast du noch einen Flieger? Ja. Grün. Ja, sieht aus wie ein Frosch. Ja. Wie weit wollen wir denn nun hoch? Ich denke, ich fliege nach Polen. Wir fliegen heute nach Heringsdorf. Ja. Ungefähr 2,5 Stunden. Und dann müssen wir gucken, ob wir da noch mal nachtanken oder nicht. Das entscheiden wir dann vor Ort. Lübeck, hier fliegen wir los. Und dann fliegen wir über den Meldepunkt November raus. Entlang der Trave bis Travemünde. Und dann fliegen wir hier die Küste am Boltenhagen vorbei bis Wismar. Und dann machen wir aber den direkten. Ich wollte den einfach nur einen Lappen oben auflegen und dann hochhalten. Kio hat vor 7 Jahren den Flugschein gemacht. Meine Plexiglasscheibe ja überhaupt nicht ab, kann das Benzin. Ne? Also. Ja. Fluglehrer Bernd Koop aus Lübeck will in 2 Tagen der Clique hinterherfliegen. So, ja, dann ist gut. Was braucht er die Stunde? 50, 17? Wie alle. Ich habe 20 Liter, zieht er durch. Der braucht wenn du mit, 15. Wenn du mit Ballett fliegst. Ja. Dann müssen wir noch einen haben. Wir gucken mal, das ist ja noch gar nicht mehr voll. Wie viel geht da rein? Ich denke auch 65. Ja, du bist aber vorbereitet. Wichtig für die Passagiere, möglichst wenig Gepäck und in den offenen Fliegern lange Unterwäsche. Einmal schön über die Maklerfrisur. Einmal schön über die Maklerfrisur. Jo. Immobilienmakler Sebastian lebt im Lauenburgischen. Maurermeister Kio kommt aus Mecklenburg. Den kann ich leider nicht rausnehmen bei dieser Maschine. Das wäre ideal, wenn du das einfach hier an die Seite legst. Ja. Fertig. Das geht mir nämlich auch. Perfekt. Gut, dann gib mir meine Tasche, bitte. Vielleicht noch ein Getränk vorneweg? Hm? Ein Getränk noch vorneweg? Oh, das wäre nicht schlecht. Brauchst dich noch nicht festmachen. Die willst du eigentlich vorrotieren? Ja, das machst du mal kurz. Das habe ich doch dich. Ja, ich hier der Bodenpersonal oder was? Die Drehflügel oben müssen frei rotieren können. Da sind die Flächenflügel. Anfängerfehler. So, Feuerwehr. Geht's los? Ja. Cool. Total krass. Total krass ist das. Fast 300 Kilo schwer ist so ein fliegendes Moped. Reichweite etwa 400 Kilometer. Delta Kilo India, bis
Der Propeller hinten schiebt, die Rotorblätter oben sorgen für Auftrieb. Wir fliegen jetzt so mit 120 Sachen ungefähr. So, wir haben jetzt die Flughöhe von 1500 Fuß. Ja, jetzt haben wir Seitenwind, deswegen schüttelt das ein bisschen. Ja, hier kannst du jetzt auch schön den Kreis sehen von Lübeck. Die Original Lübeck-Stadt. Von der Lübecker Altstadt bis an die polnische Grenze. Formationsflug zu dritt mit der Schlechtwetterfront im Nacken. Mitfliegerin Rosi ist Rentnerin. Ich muss nur einen mehr im Auge haben und das ist Sebastian. Das ist der Leader. Ich bin Nummer zwei und muss mich also um mich kümmern. So. Ja, ich kann den nicht sehen. Er hat gesagt, er ist 1,6 hoch. Das ist ungefähr meine Höhe. Früher hat Rosi an einer Tankstelle gearbeitet. Dort hat sie Kio kennengelernt. Gefährlich ist nur das. Ich sehe euch immer noch nicht 1 und 2. Wir sind gleich über der Strafe Bündung. Aber du siehst den anderen auch nicht, den Nummer 3, ne? Den Orangenen? Ja, ich sehe den gar nicht. Was macht der beruflich, der Sebastian? Sohn. Mein Vater hatte ein Immobilienmakler-Sache so. Und jetzt hat er auch ein Büro in der besten Lage in Hamburg. Und dann kauft er so Wohnungen und Heu und sowas in Hamburg. Und möbelt ein bisschen auf und verkauft er dann wieder. Ach so. Aber der ist so nett, ich sage, der hat mir schon so oft geholfen. Und so, auf den kannst du dich 100% verlassen und top. Also mit Sebastian, dann auf den, dass ich nichts komme, ist so. Macht doch einen sehr, sehr netten Eindruck. Ja, ist auch. Ja. Rosi ist erst einmal bei Kio mitgeflogen. Probiert gerne Neues aus. Jetzt ist irgendwas. Was? Ich weiß nicht. Du, Kio, hör auf mit dem Scheiß. Hör auf! Ich meine, die Maschine fliegt jetzt von alleine. Hier, guck, pass mal auf jetzt. Was? Kio, halt bitte das Lenkrad. Nein, ich meine nochmal. Halt das bitte fest. Hier sind so kleine Knöpfchen. Hör auf. Hier sind so kleine Knöpfchen. Ja. Und die drücke ich so lange, bis der Steuerknüppel genau so bleibt, wie er jetzt ist. Ne? Hm? Und dann hält die Maschine genau so den Kurs. Aber es ist eben kein Autopilot. Also du kannst jetzt nicht sagen, flieg mal da und da, dann fliegt er da alleine. Das macht er nicht. Na, ein Glück. Und wenn der Fluglehrer hier hinten sitzt, der kann an diesem Steuerknüppel sofort eingreifen, wenn... Ja, guck doch, guck mal, wie der sich bewegt, der Knüppel. Jo, hör auf. Jo. Wollenhagen da vorne. Da kommt auch wieder ein Golfplatz. Und der Besitzer von dem Golfplatz ist auch ein guter Kumpel von mir. Ja. Und da durfte ich auch, oder darf ich auch, wenn keiner gerade Golf spielt, kann ich landen da. Wenn du jetzt ein Problem hättest zum Beispiel, dann guckst du einfach, wo eine Wiese ist, so wie jetzt hier die Golfbahn. Ja. Und dann schnörkelst du dich da runter. Ist also nicht verboten. Ist eine Sicherheitsaußenlandung, nennt sich das. Und das könntest du jetzt einschätzen, wo du dich... Musst du ja, das ist ja, das lernst du ja. Nach 30 Minuten Flug, Wismar. Es ist so krass, sowas mal von oben zu sehen, ja? Als wenn die Natur ein Maler ist. Ja. Kennst du nicht, ich finde. Aber das siehst du ja auch nur, wenn du von oben drauf blickst. Ja, aber gerade auch die Weite, das ist ja auch cool. Das ist Freiheit, ne? Oh, komm, du siehst so dicht. Wo ist er? Hier neben uns. Rechts? Oh. Was haben wir doch in grünes Land in Mecklenburg-Vorpommern, ne? Ja. Wunderschön. Rosi war schon in Südafrika. Kio 30 Mal auf Lanzarote. Ja, also den richtig schön fallen lassen. Kein Stress, ne? Guck so ein bisschen raus. Kurz vor Usedom plötzlich eine Windhose. Nein, wir fliegen da nicht durch. Das ist böse. Ach, so Weichei. Aber ich habe jetzt nichts verwechselt, oder? Dass er hier noch landen will manchmal? Die Transformation Delta Mike Bravo Kilo India ist im Gegenanflug Piste 28. Ja, verstanden, Piste 28. Ja, wir landen und jetzt. Informationen. Dann habe ich den verkehrten Landeplatz eingegeben. Navigiert wird so ein fliegendes Moped mit einer digitalen Fliegerkarte. Ich bin noch 60 Kilometer weitergekommen. Ich werde mir jetzt mal gucken, was ich da eingegeben habe. Jo, wir werden voll nirgendwo raus.
rausgekommen. Ah ja. Also ich habe eingegeben den Flugplatz in Mosti, das ist schon in Polen. Das habe ich dir auch gesagt. Ja. Also kann ja nur Polen sein. Ja, habe ich auch eingegeben. Heringsdorf, der östlichste Punkt der Küstentour, ist nach 2 Stunden Flug erreicht. Von der Temperatur her ging das sogar, ausnahmsweise. Wir hatten gedacht, es ist viel schlimmer, viel kühler. Ich bin sehr dick angezogen, konnte mich auch kaum bewegen. Ich fühlte mich wie so ein ganz alter Mann. Und wir haben immer gelästert über die Kollegen, ob die dicken Jacken denn wohl reichen. Die Jungen, die müssen auch mal ein bisschen frieren. Stell mal vor, wir hätten uns jetzt hier noch an- und ausziehen müssen. Weißt du, umso älter du wirst, ja, umso penibler wirst du auch. Also, das tut mir leid. Letzte kommt bei Woche dir auch noch. Geflogen. Nur weil du jetzt einen neuen Schrauber hast, glaubst du, du bist jetzt hier. Du benimmst dich schon so ein bisschen wessihaft, muss ich sagen. Ja, aber weißt du, jetzt will ich ja nichts sagen, aber weißt du, wo ich mir das abgeguckt habe? Na, bin ja mal gespannt. Ich meine nun mal. Ich aff dir einfach nur nach. Das, was du mir vormachst, mache ich einfach hinterher. Und wie du siehst, wie alle das sehen, funktioniert das ganz gut. Ja. Ich werde schon fast als Hamburger eingeschätzt. Kio und ich haben uns ja verabredet und wir wollten jetzt mal hier von der Ostsee bis zur Nordsee fliegen und haben so einen kleinen Contest und haben eine kleine Wette abgeschlossen, was ist schöner, die Ostsee, die Mecklenburger Ostsee oder die Schleswig-Holsteiner Nordsee. Und ja, krasse Gegensätze und mal gucken, wer die Wette am Ende gewinnt. Ja? Also mal schauen. Wir lassen ihn bis zum Schluss in dem Glauben, dass das auch nicht schlecht ist, Nordsee. Ist auch nicht schlecht. Nein. Ne? Aber wenn man was in Natur haben möchte, ist das hier ist wohl die besser. Schöner. Tut mir leid, ist einfach so. Ja, wirst du aber noch merken, dass die nächsten Tage. Die historische Ausstellung in Hangar 10 wollten die Fliegerfreunde unbedingt ansteuern. Das Besondere an dieser Sammlung ist eben, dass die Flugzeuge nahezu alle original sind. Sind aber natürlich nicht mehr flugfähig. Diese Flugzeuge hier sind alle flugfähig. Alle? Also wir könnten jetzt einen rausholen, theoretisch? Ja, theoretisch, ja. Also Sebastian hat sich vor kurzem einen Sportflieger gekauft. 300 km/h schnell für 160.000 Euro. Also deutsch zugelassen. Das ist doch toll, wenn man ein Flugzeug hat, mit dem man wirklich in 1,5 Stunden von Lübeck nach Österreich fliegen kann. Das wär's doch, oder? Ich würde da gerne mal mitfliegen, also um das Gefühl mal so im... Ja. Das muss ich wirklich sagen. Ich habe im Simulator schon viele Maschinen geflogen, aber mal, das kann man nie vergleichen mit diesem Gefühl, das man im Hintern hat, wenn man da drin sitzt. Dann reinrutschen. Jawohl. Der Schlüssel steckt, verdammt! Das hättest du nicht machen sollen. Okay, anmachen darf ich sie nicht, also bin ich damit schon zufrieden. So, dann machen wir mal den Kaufvertrag. Super. Einmal im Hafen geschlafen. Die Promenade von Ahlbeck. Bei jeder Landung gönnen sie sich ein wenig Sightseeing. Die Länge des Bodenstopps bestimmt allerdings das Flugwetter. Kio kommt aus Bresegard bei Ludwigslust. Kennt sich hier an der Küste gut aus. Ostsee, das ist so zu Hause, ist das so. Man kann den Geruch auch schon gut identifizieren wie zu Hause. Das ist einfach so. Und wenn man irgendwo anders ist, riecht das auch nicht schlecht. Aber nach so ein paar Tagen sagt man sich, zu Hause ist zu Hause. Und das zeigt er gerne bei Rundflügen. Da hat er mich am Montag, am 1. April angerufen. War mir aber auch nicht bewusst. Oh, ich sag, krass, nimmst du mich? Mich nimmst du mit? Ja. Ja, noch ein bisschen erzählt, aufgelegt. Und ich sitze abends beim Sofa, gucke Nachrichten. Und dann denke ich, ist der bekloppt? Heute ist der 1. April. Der hat dich ja voll verarscht. Natürlich hätte man da einen schönen Gag draus machen können, aber ich habe wirklich nicht daran das gedacht. Ein Von Usedom aus wollen sie nach Stralsund, um ihre Küstentour Richtung Sylt fortzusetzen. Aber soeben ist Gegenwind angekündigt, starker Nordwest. Ich muss auf Nummer sicher gehen. Ich kenne die Maschine noch nicht so gut und da ist es besser. Jetzt habe ich 30 Liter getankt und hatte noch 15 drin. Also ist jetzt 3/4 voll der Tank. Das ist gut Sicherheit. Ich muss wieder alles alleine machen hier. Ja, du musst doch mal zum Käften kommen. Ich habe 20 getankt. Ich gehe auf Nummer sicher. Alle gehen auf Nummer sicher. Jeder hat so seine eigene Sicherheitsgefühl. Ja, genau. Sicherheitsgefühl. Wobei ich ja gar nicht so viel tanken muss, weil ich bin ja nicht so schwer wie du.
Das stimmt. Du musst viel mehr tanken. Am besten vertragen ihre Motoren Superbenzin. Aber das gibt es hier nicht. Wir haben jetzt hier nur die Möglichkeit, Abgas zu tanken. Das hat eine andere Oktanzahl, die für den Motor nicht optimal ist. Das heißt, das kann dazu führen, dass es mehr rußt und anders verbrennt. Und ist für den Motor nicht so optimal. So, Yvette, wie sieht es denn so aus? Sehr schön. Warte ich jetzt schön, Herr Tag? Da ist er noch nicht vorbei. Sieht das cool aus, alle drei hier nebeneinander. Wir waren ja da hinten auf der Brücke. Wo? Da hinten. Ach, wieder ganz da hinten. Da, ah, ja. Siehst du. Kommt erst Bansin, Heringsdorf, Albeck ist das letzte, kommt zum Polen. Ja, du weißt das, ich weiß das gar nicht. Oh, der soll bloß nicht so dicht kommen. Was, Marie? Ich sag, der soll bloß nicht so dicht kommen. Ja, ich pass schon nach auf. Ich hab bloß den anderen nicht im Visier, aber... Nee, ich auch nicht. Sieh ihn nirgendwo. Wir machen jetzt wirklich langsam, also wir haben knapp 100 Sachen bloß drauf. Aber wir stehen ja auch fast, ne? Guck mal, ist das nicht schön hier unten, wie sich die Sonne spiegelt im Meer, im Wasser? Das ist die Sonne? Ja. Kein Licht, Sonne? Das weiß ich. Mein Gott. Ach nee. Aber das Wasser ist aber ruhig, wa? Das bewegt sich überhaupt nicht. Ja, hab ich doch gesagt, ne? Vorhin schon. Der Sack hängt ja denn so durch, da war nur so ganz kleine Brise. Ich geh mal runter. Ich geh mal ganz weg und dann gehen wir mal runter, ein bisschen. Guck mal, da unten ist der Molly da. Die Dampfmühle, kannst du sehen? Von Usedom aus wollen sie rüber nach Rügen. 12 Kilometer ohne Notlandemöglichkeit. So, Freunde, jetzt wird's ernst. Jetzt müssen wir über die Ostsee. Ja. Aber das ist doch ein Stückchen hin, ne? Das sah von Weitem kürzer aus, aber das ist... Nee, das ist schon Ende. Trotzdem mag ich nicht über große Wasser fliegen. Auch heute noch nicht. Nee, ne? Aber an Land hast du alle Möglichkeiten. Da kann, wenn was ist, ne, kann man irgendwo und noch ein Plätzchen suchen, alles ist gut. Aber hier ist das doch eine andere Liga. 1300 Meter hoch sind wir jetzt. Und ab einer bestimmten Höhe reicht das dann aus. Wenn beim Motorausfall zum Beispiel würde das dann reichen, dass du trotzdem noch bis darüber segelst. Wir fallen ja nicht runter wie ein Stein, sondern da segeln wir ja so vorwärts. Und noch 500 Meter bis zur Seebrücke. Ich bin auf der Ostsee draus. Und ich bin genau dahinter. Ich sehe euch trotzdem nicht. Sehe dich auch nicht. Ah, das ist scheiße alles. Über Rügen ist der dritte Flieger plötzlich weg. Der ist vielleicht schon viel weiter, der ist ja hier nirgendwo zu sehen. Leute, schickt das Arbeitsamt. Ja, ich bin ja auf dem See, direkt auf dem See bin ich. Ah, jetzt habe ich dich jetzt nicht. Komm mal jetzt zur Seebrücke rüber, du bist auf gleicher Höhe. Nein, ich halte die Position. Ach, da ist er, ja, links. Da drüben. Da kommt doch mal ein bisschen näher ran. Tragschrauber haben kein Radar, sind schwer auszumachen. Ganz im Gegensatz zum Gebäudekoloss von Prora. Das ist schon ein Komplex, ne? Ja. Aber kann man nicht so, wenn man mit so vielen Maschinen fliegt, auch wenn es nur drei sind, kannst du das nicht so genießen? Weil du immer wieder aufpassen musst. Weil ich immer gucken muss, wo ist der linke, wo ist der rechte, wo sind die Höhen. Wir wollten jetzt am Kreidefelsen einmal vorbei und dann schwenken wir nach links rum Richtung Stralsund. Wann sind wir gestartet? Weiß ich nicht. Ich weiß es auch nicht. Das schlecht. Wie lange ist das von hier aus noch bis Stralsund? Mein Navi hat es gespeichert, ich kann das näher sehen. Ich will aber jetzt wissen. Ich weiß es jetzt aber nicht. Ich schlage vor, wir fliegen jetzt direkt nach Stralsund. Nicht, dass das nachher mit dem Benzin knapp wird. Wir sind nämlich schon ganz schön lang unterwegs. Ah, jetzt zielt er ganz genau auf den Flugplatz von Stralsund. Ja. Ich glaube, da bin ich aber noch nicht gelandet in Stralsund. Rübergeflogen, so ein paar zigmal, aber gelandet. Naja, was willst du da? Aber du bist ja dem Himmel schon wieder so nah. Aber ich weiß nicht, ich bin jetzt 2000 Fuß. Ich will gar nicht wissen, wie hoch du bist. Er will zu Petrus. Ja. Sag ich nicht. Das sagt er nicht. Ich will's doch nicht wissen. Komm in hier nicht, du willst bei mir rein zum Aufwärmen. Ist nicht. Nur 6 Grad Außentemperatur in 300 Meter Höhe über dem Rügendamm. Sebastian hat die Gruppe vorher angemeldet beim Flugsportclub Volkswerft Stralsund.
Ohne Flugleiter dürfen sie nicht landen auf der Graspiste. Ich kann doch nichts dafür. Ich hab doch diese Scheiße hier nicht gemacht. Mensch, diese olle Hoppelpiste hier. Aber es ist nun mal so. Freu dich, ne? Ja, ich glaube, das hast du noch gar nicht mitgemacht, sowas, ne? Nee, total beschissen. Wir haben hier heute so viele schöne Pisten gehabt. Ja, bitteschön. Dann gibt's schon allein, wie wir über Rügen geflogen sind. Das war so schön. Ja. Ich als Immobilienkaufmann gucke natürlich immer auf sowas. Das ist ganz klar. Und war schon beeindruckend zu beobachten, was es hier für tolle Grundstücke gibt. Ist sowieso hier sehr schön. Die ganzen alten Bäder, als wir auch drüber weggeflogen sind, über Binz-Selin, diese Bäderarchitektur, ganz geordnet und schick, die alten Häuser. Also ist schon, also das muss man den Ossis schon lassen. Wir haben also wirklich die schöne Ostseeküste. Ja? Aber wir fliegen nochmal noch zur Nordsee. Ja, zeig ich euch mal, wie schön das bei uns ist. Da kommt die Nordsee nicht mit, glaubst du. Direkt neben der Piste das Casino, ihr Nachtquartier. Jetzt bin ich mal gespannt, wo wir schlafen. Ja. Ein Insider-Tipp. Der Flugleiter und Vereinsvorsitzende freut sich über jeden Gast. Ja, sehr gerne. Kommen Sie bitte. Ganz nach hinten. Ja, hier. Auch mal die Dusche habe ich schon gesehen. 26 Euro für Übernachtung und Frühstück. Hier ist einmal. Oh, auch kein Doppelstück. Hier hat sich ja nichts geändert seit 1989. Benzin. Wie können wir wo Benzin nehmen? Ich habe wie in meinem alten Fliegerverein in Neustadt-Glewe mit NVA-Betten gerechnet, übereinander gestapelt, drei Stück. Wenn unten sich einer umdreht, fliegt oben einer aus dem Bett. Aber das ist ja hier schon ein bisschen luxuriöser. Ich bin hier ungefähr schon 150 Mal rübergeflogen. Ich mache oft Rundflüge und dann vom Pogshof immer einmal rum und dann hier rüber. Ja, da sieht man natürlich ab und zu mal, obwohl viel los ist ja hier nie bei euch. Nee, das ist alles kein öffentlich, kein hauptamtlicher Flugplatz. Nee, deswegen. Immer auf Anforderung ist jemand da. Problem beim Urlaub per Tragschrauber. In die Innenstädte müssen sie immer mit dem Taxi. Das ist doch schön rustikal hier, oder? Wunderbar. Ja, jetzt zum Wohl, alle. Es war sehr, sehr nett mit euch. Wird es auch weiterhin sein. Kio hat drei Kinder, ist Maurermeister mit eigener kleiner Baufirma. Ich bin von der Rüstung gefallen, habe mir die Rippen gebrochen und war für 45 Minuten weg. Und als ich zu mir gekommen bin im Krankenhaus, habe ich gesagt, wenn ich jetzt nicht einen Schein mache und ich falle noch mal runter und ich habe im Krankenhaus beschlossen, ich verkaufe mein Motorrad, ich hatte so eine Rennmaschine, hab die dann wirklich verkauft. Das Geld von dem Verkauf habe ich den Flugschein von bezahlt, das ist so. Und an dem Tag, wo ich die Prüfung bestanden habe in Hildesheim, habe ich die Maschine gekauft. Mein Unfall war morgen 2011. Morgen jährt sich das. Jeden Moment genießen ist seitdem sein Lebensmotto. Heute wollen sie Kios liebstes Ziel ansteuern, Bobzin, seinen Heimatflugplatz. Also, ich habe heute Morgen auch mit dem Wetterberater gesprochen. In Hamburg regnet schon und das Wetter, das zieht jetzt hier bis nach Stralsund drüber. Und wir fliegen also genau ins Wetter rein. Deswegen hätte ich jetzt folgenden Vorschlag, weil wir nun heute hier gegroundet sind, dass wir morgen ganz früh starten, also richtig früh, Kio. Ja. Du kannst das, du bist Handwerker, du bist das früher aufstehen gewohnt. Ja. Dass wir uns um 7 Uhr hier raushauen und dann fliegen wir weiter über den Schalsee, den Grenzverlauf runter zur Elbe, dann über Hamburg nach Uetersen. Aber in Bobzin warten die Vereinsfreunde. Sie wollten zusammen grillen. Kio ist genervt. Ja, jetzt wollen wir doch mal alles sehen. Genau. Statt zu fliegen, Taxi zum Hafen. Gut, okay, was machen wir jetzt? Wollen wir ein Fischbrötchen essen? Ja, ich würde sowas gerne machen, ja. Gut, dann. Dass wir einmal so rumgehen vielleicht? Ja, wir können hier auf die Rückseite mal gucken. Einfach auf die andere Seite, ich weiß es nicht genau. Da haben sie wirklich, das haben sie einfach nur versucht, dieses Moderne mit dem Alten. Ist irgendwie in die Hose gegangen, aber vielleicht ein Hamburger Architekt dabei gewesen, ich weiß es nicht. Das Ozeaneum gefällt Kio genauso wenig wie die Flugpause. Man hätte doch, aber nur bis zum Dars. Ja, das Problem ist, dass dann wären wir unvorbereitet eingeschlagen und das wäre doof vielleicht.
Also Fischbrötchen und Stadtbummel in Rosis alter Heimat Stralsund. 4 Stunden später. Chefplaner Sebastian hat sich wieder anders entschieden. Ja, ich bin einer der Gyronauten. Das Wetter hat sich jetzt auch endlich verbessert. Und wir würden ganz gern heute schon starten. Wir haben immer das Regenrad da geguckt. Es kann sein, dass da vielleicht noch mal ein kleines Steuerchen kommt. Aber das können wir dann lokal umfliegen. Und deswegen haben wir gesagt, so komm, wir wollen weiter. Geht weiter. Neugierig auf was Neues. Genau. Immer, das immer ist ja das Aufregende. Immer. Das ist das Schöne, weil es immer wieder was Neues gibt. Ne? Das ist das Aufregende an der Fliegerei. Man weiß immer nicht, wie der Tag endet. Mhm. Ne? Heute wollten wir eigentlich hier schlafen und jetzt gleich was ganz Neues. Mal gucken, was heute noch passiert. So, und jetzt kommt hier der Allerdings, ohne Flugleiter dürfen sie nicht starten. Den versucht Sebastian jetzt herbeizutelefonieren. Das Wetter ist doch nicht so gut wie auf Sebastians App. Und gerade Böen sind für Tragschrauber gefährlich. Oh Gott, ist das ein Wind. Ja, ordentlich Wind, ja. Ja, es ist wirklich so, als wenn du jetzt in einem Auto sitzt, was gut gefedert ist. Und plötzlich gibt dir einer, du sitzt in dem Auto und plötzlich gibt dir einer so den Schubs. So merkt man das, so. Der Flugleiter ist jetzt da. Bei Kio klingelt immer häufiger das Handy. Der Maurermeister ist mit dem Kopf bei der Arbeit. Ah, alles klar. Das hast du von da hinten gesehen? Der Geschwindigkeitsmesser funktioniert nur, wenn die Schutzkappe abgezogen ist. Wichtig für die Sicherheit. Ich wollte nur sagen, ich schlage vor, jeder startet ganz akkurat für sich alleine. Stralsund-Info, vielen Dank nochmal. Nicht zu danken. Jo, danke, hier ist die Fox Tango. Ja, jetzt, wir haben so ein bisschen Seitenwind, weißt du? Ja. Du spiel mal hier nicht Bonanza. Durch den Wetterumschwung ist jetzt doch wieder Zeit für Bob ziehen. So, mal gucken, wo Nummer 3 ist. Guck mal, das ganz klare Himmel da. Ja. Wir wollen das drüben nach Darst übersetzen. Wir fliegen jetzt hier an die östliche Spitze von Darst, ja? So, also dann Stralsund Info. Ich würde sagen, wir verabschieden uns jetzt und schalten dann auf eine andere Frequenz. Vielen Dank also für die nette Bewertung. Ja, guten Flug und was ihr seht, ist die Halbinsel Zings nicht da. Hat er recht. So, wir müssen ein bisschen schneller fliegen, weil wir so viel Gegenwind haben, sonst kommen wir nie an, ja? Ja, hier ist der Wind nun mal ein bisschen holperig. Aber wir stehen ja auch fast. Wir hängen ja hier, wir sind ja, weißt du, wie schnell wir sind? Ja. 50. Ach Gott. Jetzt, wo ich die Nase ein bisschen runternehme, sind wir ein kleines bisschen schneller, aber das ist minimal. Eigentlich stehen wir. Jetzt pass auf, jetzt 48 km/h. Gott, ja, das ist ja, als wenn du in der Luft stehst, ne? Ja. Und wenn wir nicht doll geschoben werden von unserem Propeller, dann wackelt die Kiste ein bisschen mehr. Aber echt, wir sind so langsam, das habe ich ja selten geflogen. Aber das liegt eben an diesem scheiß Gegenwind, ne? Wir haben so 55 km/h Gegenwind. Das ist schon heftig, ne? Jo. Das ist ordentlich. Naja. Aber du hast alles im Griff. Ich baue nichts machen, ich halte die Maschine einfach ruhig. Nach einer halben Stunde der Bootstädter Bodden. Gott, sieht das idyllisch aus, ne? Ja, ruhig. Ganz ruhig. Ist doch auch cool, wenn du hier unten wohnst, links unten. Und da fliegen 3 Idioten drüber. Und du hast da so eine Bootsanlegestelle, ne? Ja. Keiner geht dir da auf den Geist. Kannst da machen, was du willst. Ja, das ist schon cool. Natur ist schon gigantisch, ne? Ja. Aber das kannst du auch nur aus der Vogelperspektive sehen und erleben. Ja, das ist so, ja. Anders geht's nicht. Regentropfen. So, perfekt, nee. Dass du hier bist. Ich geh mal ein bisschen runter. Ich wäre ja auch hier nicht lang geflogen. Also, ich habe die Wolke ja gleich gesehen und da geradezu regnet es auch. Ich hätte also rumgezogen und wäre in den Linksknick geflogen. So einen richtig schönen Bogen. So, da haben wir doch echt Glück, dass wir eben nochmal Sonne hier über Warnemünde haben. Was für ein Glück. Kio hat hier eine Ferienwohnung. Das vorletzte Haus. Unten rechts. Da, das ist unsere Wohnung. Da, ganz unten rechts. Ja, da steht sich mein Tisch da stehen und alles gut. Hier unten wird ein traumhafter Fahrradweg liegen. Ihr werdet es nicht glauben, Leute, ich bin den schon 2-mal lang gefahren. Geflogen?
Wir fahren. Du, Kio? Mit dem Fahrrad? Aber mit dem E-Bike. Mit dem Fahrrad? Natürlich mit dem Fahrrad, das ist ein Fahrradweg. Aber kein E-Bike? Nein. Nein, das wollte ich ja nur wissen. Wirklich mit dem Fahrrad? Das kann ich gar nicht glauben. Also, ich bin da mit dem Fahrrad langgefahren. Ja? Aber mein Fahrrad hat hinten einen ganz kleinen Benzinmotor. Also war es ja doch kein richtiges Fahrrad. Natürlich ist das ein richtiges Fahrrad. Na, Fahrrad ist ohne Motor. 0,9 PS. Mit ja. 115 Tragschrauber PS über Heiligendamm. Das ist schon eine coole Kulisse, ne? Wir haben doch hier sicherlich auch einen Flugplatz, ne? Nee. Nee? Es kommt nämlich eine Regenfront direkt von vorne. Wir wären jetzt blöd, wenn wir jetzt noch rumeiern, aber das liegt ja wieder an Sebastian. Ja. Der macht ja wieder Affentanz hier, weißt du? Soll nicht so dicht kommen. Ja, ich bin dem schon ganz weg, dass wir da nicht rein raus. Ich hätte noch meine Jacke ausziehen sollen. Ja, ist warm jetzt, ne? Ja, wenn die Sonne rein, dann nicht, ne? Das ist schon cool, ne? Ja. Ja, Absprache, ne? Ja. Aber was meine, wenn wir alle da unten stehen, das sieht auch cool aus. Ja. Aber mit 4, 5 Maschinen fliegen, da muss man eben super oder mehr sehr diszipliniert sein. Warum willst du nach rechts rüber? Was soll das? Der Fliegerfreund mahnt Flugdisziplin an. Kio weicht vom verabredeten Kurs ab. Guck da, sind alle beide. Nummer 2, warum bist du jetzt rechts von mir und nicht links? Weiß ich nicht, wieso du auf einmal rüber bist. Ich bin eigentlich geradeaus, aber ich gehe jetzt unter dir wieder zurück nach auf meine alte Position. Ich danke schön. Am Schweriner See wird endlich das Wetter besser. Das Wasser ist auch so schön klar. Man kann ja, richtig in die Tiefe gucken. Wie die Karibik, ne? Ja, das ist ja mein Revier. Und meine Schwester kriegt immer einen Herzinfarkt. Die kann das nicht ab, wenn sie mich fliegen sieht. Oh, die guckt nee. Zwar hin, aber so mit Hand vor beiden Augen und dann die Finger so auseinander. Hat sie das Angst? Ist so, ja. Um dich? Ja. Ja. Ja, lieber Sebastian, also so sieht ein richtiges Märchenschloss aus. Und wenn mich nicht alles täuscht, leben da auch noch eine echte Prinzessin und ein Prinz leben da, glaube ich, auch noch drin, die man leider jetzt so nicht sehen kann. Ja, der Prinz sitzt hier ja, drin. Ja, der hält ja auch in der Luft. Das ist doch so. Rosi! Rosi, wenn ich funken, kann dich alle hören. Oh Gott. Und ein großer Teil ist auch Museum? Rosi. Achso. Und ein großer Teil ist auch Museum, da kann dann jeder hin. Und kann da Lucky-Lucky machen. So, ab nach Hause. So, da hinten ist jetzt die Autobahn. Ich sehe den Flugplatz schon, ist genau vor uns auf 12 Uhr. Ja. Delta Mike, Bravo Kilo India Formation. Besteht aus 2 Tragschraubern. 3 Minuten 40 des Platzes zur Landung. Landung nach eigenem Ermessen. Straße frei. Sebastian schaltet per Funk die Ampel auf Rot. Sein Vereinskamerad Foxy passt auf, dass keiner kommt. Denn in Bobzin kreuzt die Landebahn die Dorfstraße. Ja, Bobzin-Info, hier ist der Kio. Kein Ding. Die Delta Fox Tango ändern Flug vor. Ja, musst du denn so schräg? Nein, du musst ruhig sein, ich funke doch gerade. Tiefer Überflug über seinem Heimatplatz. Kio startet durch mit 100 km/h. Schön leise. So soll es sein, so magst du das, Foxy? Yep. So. Jetzt gucken alle zu. Kios geliehener Tragschrauber ist made in Bulgarien. Genau wie sein eigener neuer, auf den wartet er noch. 85.000 Euro hat er dafür bezahlt. Gerade mal 600 Tragschrauber gibt es in Deutschland. Erst seit 2003 sind die bei uns überhaupt zugelassen. Ein junger Sport. Hier kann kaum laufen, so stolz. Ja, leider war rot alle. Tut mir leid. Ja. Gibt's hier noch ein Rot? Hi. Moin. Judith. Hast du auch nichts für. Grüß dich. Hi. Na, Flieger? Ja, du Flieger. Moin. Ich weiß. Ja. Stell da mal Kilo in die Oscar. Mhm. Aber leider ist ja nur eine Leihmaschine und meine kommt erst in 14 Tagen. 7 Tragschrauber auf dem winzigen Flugplatz von Bobzin. Sowas gab es noch nie in der Vereinsgeschichte.
Das glaubt uns kein Mensch. Kio wohnt ganz in der Nähe. Seine Tochter Anouk ist vorbeigekommen. Jetzt hast du hier eigentlich rein? Ganz genau so wie du. Ich passe hier genauso, wie du da reinpasst. Papis. Nicht wahr? Es ist ganz schön warm hier drin. Ja. So mit der Sonne zusammen. Also mit Fliegen, ja, aber selber fliegen so spät, glaube ich, könnte ich nicht. Also ich finde das total cool, wenn man so ganz knapp über dem Boden fliegt und dann so fast den Boden anfassen kann. Das ist so das für mich das Fliegen. Also wenn man so nach oben guckt, man kann ja schlecht die Geschwindigkeit dann einschätzen. Und deswegen ist das eigentlich tief. Ich heiße ja nicht Sebastian, der mag lieber hochfliegen. Der fliegt so Strecke und gerne strange 2.000-3.000 Fuß. Ich gehe dann lieber etwas tiefer, weil mir das total Spaß macht. Kio und Sebastian sind beide seit vielen Jahren Mitglied bei Air Holiday. Der kleine Flugsportverein hat nur 20 Mitglieder. Ich mache eine Diät, das kann man ruhig sehen. Nee, aber das ist seit Monaten die erste Bratwurst, die ich esse. Du kannst schneller lügen wie ein Kaninchen mit Ohrwackeln. Für die nächste Etappe ist extra Verstärkung aus Lübeck gekommen. Fluglehrer Bernd Koop. Also, meine Herren, heute machen wir mal. Ich mache einfach das letzte. Spaßflug. Nee, über Hamburg. Ist nicht ganz ohne Kontrollzone. Hamburg hat keinen Flughafen. Die haben einen Airport. Das ist also die größte Klasse, die wir dann da so kennen. Da müssen wir so ein bisschen geordnet fliegen. Also. Lumpen einsammeln. Eins. Zwei. Drei. 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 Ist Peter, also dann bist du vier. Vier. Fünf. Ja, haben wir halt nicht. Gut. Immer schön zuhören beim Funk. Ich funke, ihr hört zu. Du sagst dann an, Frequenzwechsel, Wechsel und wenn ja, wohin. Und warum auch immer, wenn ich abbiege und nicht nach Hamburg Airport fliege, dann muss ich näher fliegen. Dann hat sich was ergeben auf einer anderen Frequenz. Also ich beiß mich einfach am Vordermann fest und der Hintermann einfach am Vordermann. Dann kann ja eigentlich nichts passieren. Genau. Ja. Sebastian muss diesmal bei einem Kumpel mitfliegen. Den geliehenen roten nutzt Bernd jetzt selbst. Für das Abenteuer Hamburg Airport vertrauen die Hobbyflieger aus Bobzin ganz auf die Erfahrung des Fluglehrers aus Lübeck. So Leute, ich starte, ich fliege nicht so gerade aus, da hinten so ein Kilometerboot und dann mache ich Rechtskurve und dann sammeln wir uns da, okay? Vorne am Steuerknüppel bei Bernd ein Flugschüler. Der Fluglehrer nutzt die Etappe nach Fuhlsbüttel, um Funkdisziplin und Nervenstärke zu schulen und zu testen. Dank Bernds Transponder darf die Formation überhaupt in die sogenannte Kontrollzone. Die Fluglotsen sehen, wo er ist und wie schnell. Wir möchten an der Elfi vorbei, Sierra 2, dann machen wir eine Rechtskurve über die Alster und jetzt ginge einmal einen tiefen Überflug über den Airport. Delta Kilo India, das ist kein Problem. Dann ist der Einflug in die Kontrollzone entlang der Elbe genehmigt und dann melden Sie Querab von Sierra 2. Oha, gut. Achten Sie im Gebiet Lüdersen bitte auf Flugverkehr, da ist relativ viel los. Aber wir dürfen jetzt nicht mehr zwischenlabern, das ist zwingend verboten. Es sei denn, es ist Gefahrenverzug. Das Tückische, es ist viel los im Luftraum. Nur mit bloßem Auge ist das kaum zu sehen. Aber bitte Höhe halten und Zug hier nicht so weit weg. So. Mein Gott, ist das hübsch, ne? Oh, Hamburg, ne? Ja. Delta Kilo India, ein weiteres Segelflugzeug befindet sich jetzt in ihrer 1-Uhr-Position, 2 Meilen. Ob Tragschrauber oder Airbus, in der Luft gilt gleiches Recht für alle.
auch beim Anflug auf einen internationalen Airport. Mann. Man sieht ja auch nichts. Ne? Nee, wir müssen jetzt auch, also von rechts nach links kommt jetzt irgendwas angebrettert. Der haut wahrscheinlich vor dem Regen ab. Ja, ich sehe. Wir müssen einfach nur die Augen ein bisschen aufhalten. Herr Kilo, jetzt Ihre Informationen. Sie sind jetzt wieder frei von dem Segelfluggebiet. Jo, danke. Michael, der Kilo, die Information ist jetzt an der Elfi auf HF Linksweg Richtung Kölnbrücke. Cool, wa? Wie das so blinzelt. Du denkst, da läuft Wasser runter. Ach, hier war ich noch nie so. Hier bin ich noch nie rübergekommen. Da ist König der Löwen da unten rechts. Ja. Das gelbe Ding. Ja, ich weiß, da war ich schon. Okay. Guck mal, da rechts steht ein Schiff auf Trockendock. Ohne Bernd würden sich Sebastian und Kio den Überflug nicht zutrauen. Dahinter noch eins. Der internationale Funkverkehr ist sehr anspruchsvoll. Hier unten hat Sebastian sein Büro. Die Linieinformation, wir sind jetzt über der Alster. Oha. Wird dann direkt über den Airport, Piste lang und dann fliegen wir weiter nach Rüdiger. Ich guck mal, ob es noch passt vor der nächsten Landung, sonst müssen wir noch mal warten, aber ich schau's mir mal an. Jetzt wird es immer brenzliger. Sie dürfen auf keinen Fall zu hoch fliegen, um nicht den Linienfliegern in die Quere zu kommen. Aber zu tief ist über der Stadt auch strikt verboten. Wenn du über so einer schönen Stadt fliegst? Wir über Hamburg. Hamburg ist schon eine schöne Stadt. Jetzt kommt ein kleiner Dorfpiepel aus Bresegard. Geboren in Varin. Hamburg vorne, der Kirchenformation. Bin ich richtig? Ja, ne? Ja, das sieht super aus. Einmal Richtung 3-3. Ja, alles klar, Richtung 3-3. Uh-huh. Das ist der Tickets, der kommt noch ein Gegner. Piste 3-3, frei zum Tiefanflug. Danach links, da wieder so. Yes! Spätestens jetzt fühlen sie sich wie Kolibris unter Adlern. So, nochmal zur Bestätigung, ihr seid jetzt 5, ne? Ja. Wir sind 5, dann fahren wir der Linkslöcher. Ey, Alter! Mach doch mal ein schönes Foto! Jetzt so nach vorne! Geht das? Ja. Ist voll der Knaller, Junge! Wer darf das? Ey, Alter! So wie jetzt wird Kio Fuhlsbüttel nicht so schnell wieder erleben. Das ist doch der Hammer! Obwohl er oft in Hamburg ist und hier arbeitet. Der Oberhammer, Junge! Rechts kommt jetzt ein Café. Da sitzen wir manchmal und trinken Kaffee und beobachten die Maschinen. Ja? Ja. Und Kilo in Information, dann einmal bitte alle nach links. Alle nach links, Kurs, der Linie, ja. Ey, voll geil, wieder voll da runter. Ich freu mich so für dich. Hätte ich mir nie träumen lassen, dass ich das mal so hinkriege. Hättest du auch nicht, das glaube ich dir. Aber ich wollte nur sagen, deshalb musst du auch solche Momente, das musst du auch genießen können. Ja. Und der ist so kostbar, der Moment, ja, dass man den auch ausnutzt, egal was du machst, was dir Spaß und Freude macht, ne? Ja, aber du ja bist so angespannt, das merkt man dir richtig an. Nach ein paar Minuten International Airport, jetzt Kurs Graspiste. Zwischenlandung in Uetersen. So sanft er geht, aber wirklich. Alles gut. Das war natürlich großartig über Hamburg, denn so häufig fliegt man dann doch nicht drüber weg und wir haben alles gesehen, die Elbphilharmonie. Ich bin über mein Büro geflogen in der Innenstadt, über das Rathaus, über die Alster und dann noch der geile Anflug. Das war schon toll. Für mich ist das Coolste über den Airport im Tiefflug, einen Meter über den Boden. Alle Arbeiter, alle, die da waren, die alle sind stehen geblieben. Ich hab genau hingeguckt, haben geguckt, Mund ein bisschen auf und gedacht, was ist das? Dann sind wir alle 5 darüber. Die neuen Urlaubsflieger. Ja. Alle blieben stehen. Auch von den Leuten, weil die ganz viele Gwen das gar nicht kennen. Und das ist schon was Spektakuläres. Und wir sind ja, wenn du mal so schaust, wir sind ja 4 verschiedene Modelle. Und das, denke ich mal, das ist auch für dich spektakulär. Denn diese großen Bomber, das sehen die jeden Tag zu Hunderten. Und jetzt kommen da bunte Flieger, sitzen überall 2 Nasen drin und lachen. Ja. Top. Das ist doch das Schönste, was es gibt. Und wieder klingelt Kios Handy. Probleme auf einer Baustelle. Jetzt im Hochbau. Kann er neu Gegenwind auf allen Ebenen. Auch Sylt wackelt jetzt. Es soll ja Donnerstagmittag Gewitterfront kommen. Das haben die ja schon gesagt. Wollt nicht bezahlen. So, wir haben jetzt hier 3 mal
Wetter geguckt. Und wir haben drei verschiedene Meinungen. So, für mich ist es morgen bewölkt und vielleicht fliegbar. Donnerstag ist es eher so wie gestern, also auch heiter bis wolkig mit Scheuerchen und man kann drumherum fliegen. Und Freitag sehe ich das ähnlich. Du sagst, morgen ist eher der bessere Tag und Donnerstag der schlechtere. Was hast du gesagt, Bernd? Also ich sehe das morgen an der Nordsee recht passabel. Ich habe jetzt folgenden Vorschlag. Wir lassen den blöden Wetterdienst, der uns sowieso die Tage schon immer reinlegt, den lassen wir jetzt mal beiseite und trinken wir heute Abend ein. Und morgen früh gucken wir aus dem Fenster und planen neu. Willkommen in Hamburg. Welcome to Hamburg. Ein Bett für die Nacht haben sie noch nicht. Sebastian wollte vor der Hotelsuche erst mal an die Elbe nach Wedel. Warum stehen die Flieger jetzt im Hangar auf dem Flugplatz? Ja. Sie wären noch lufttüchtig jetzt. Besser wird's Wetter nicht. Da sind wir gerade durchgeflogen. Ja. Die geplante Zwischenlandung in St. Peter-Ording hat Sebastian wegen des schlechten Wetters gestrichen. Wir sind ja schon fast am Ziel. Jetzt wollen wir hoffen, dass die nächsten zwei Tage noch klappen. Ja, sehen werden wir die Nordsee auf jeden Fall. Aber wie lang dieses Rendezvous sein wird, das kann man jetzt noch nicht sagen. Oder auch mit der Unterkunft weißt du ja auch nicht, was auf dich wartet. Musst auch das nehmen, was du kriegst. Ja, aber dann passt es eben. Ich meine, ich lasse mich auf ein Abenteuer ein und genieße es einfach. Trotz des ständigen Richtungswechsels, die Positionen haben sich bewährt. Ja, weil wir auch gut befreundet sind. Und dann passt doch sehr gut. Ja, Kio ist mein Lieblings-Ossi. Ne? Danke. Das muss man ja mal so sagen. Ne? Und wir haben uns ja damals kennengelernt auf dem Flugplatz. Er interessierte sich fürs Tragschraubern. Und seitdem sind wir ein Herz und eine Seele. Ein Hotel finden Sie erst nach Sonnenuntergang in 20 Kilometer Entfernung. Uetersen am nächsten Morgen um 8. Viel früher als gestern geplant wollen sie Richtung Nordsee starten. Am Nachmittag drohen Seenebel und starke Windböen. Auch Pellworm hat Sebastian jetzt vom Flugplan gestrichen. Aber zumindest eine Nordseeinsel will er Kio unbedingt zeigen. So, die Rettungsweste ist dafür da. Falls wir ein Motorproblem kriegen und landen müssen im Wasser, dann stirbt man etwas langsamer in der Kälte. Ich hab richtig Schiss. Nein, hab ich nicht, aber ich bin noch nie über die Nordsee geflogen. Das Wasser ist nur kälter. Und Kio, wir haben Glück. Um 11 Uhr ist das Wasser weg. Ja? Das heißt, wir brauchen nicht auf 3000, sondern nur 2,5, 2,8. Ich weiß nicht, was das mit Glück zu tun hat, aber... Dann siehst du das Wattenmeer. Okay. Ich muss einmal ganz kurz meinen Filmgeschäfte nachgehen. Sonst wäre ich rausgeschmissen. Wieder ein Kunde mit einem Auftrag. Kio soll einen Zaun bauen, möglichst schnell. So, diesmal habe ich auf... Ach du Scheiße. Was ist? Ich habe den... Vorne den Stöpsel? Der ist noch drauf. Ach, ich höre nämlich klappern. Und nu? Ja, nu habe ich ihn nicht an. Ist das schlimm? Ja. Ich habe den Schutzmechanismus für die Geschwindigkeitsanzeige noch drauf. Die Delta Mike Julia Foxtrot Tango würde gerne noch mal auf 09 einmal kurz landen. Wir müssen noch was nachschauen. Ja, eigentlich immer. Ich höre es nämlich klappern. Und das habe ich letztens schon mal gehabt. Da war ich einmal mit Profi zusammenarbeiten. Die Delta Fox Tango startet jetzt wieder auf 09. Das war doch aber noch ganz problemlos. Ja. Ja, aber das ist scheiße. Da kannst du nicht deine genaue Geschwindigkeit sehen. So, ich fliege noch ein bisschen geradeaus und dann gleich ab der Elbe biegen wir rechts ab. Ja, die Sicht ist aber heute wirklich scheiße, wa? Ja. Ja, das ist aber das sieht noch auf. Ja, nee, das ist schon Dings. Das ist schon Vornebel. Ich glaube, das sieht auf. Wie man sieht, haben wir schon wieder Ebbe. Ja. Denn auch die Elbe ist ziemlich leer gelutscht. Aber es sieht ja jetzt aus wie Modder. Ja. Mit einem Auge ist Kio schon wieder beim Zaunauftrag. Ich habe bloß heute Morgen noch nicht für Manuel angerufen, einer von meinen Leuten, um zu fragen, ob alles okay ist oder ob ein Kind krank ist oder was weiß ich.
So, wir wechseln jetzt mal das Ufer. Und zwar fliegen wir jetzt mal nach Niedersachsen rüber, einmal über die Weißwurstgrenze. Denn da vorne müsst ihr aufpassen, da sind zwei Zonen, wo wir nicht durch dürfen, ein Atomkraftwerk. Da müsst ihr Abstand halten. So, vor uns sieht man im Prinzip schon die Elbmündung. Okay, man kann sie nur erahnen. Ist ja ein bisschen neblig, aber wir biegen jetzt hier gleich mal ab Richtung Nord-Ostsee-Kanal. Das ist eine schöne Höhe. So mag ich das gerne. Viel schöner wie da oben. Ich würde sagen, wir biegen jetzt nach links ab Richtung Heider Sperrwerk. Ja, okay. Hinten ist schon Wattenmeer. So, hier unten ist eine Stromleitung. Oh Gott, pass auf. Und der sieht da hinten die Nordsee und so, das ist ja schon cool. Also Nummer eins, wenn die Stromleitung dir entgegenkommt, dann bist du eindeutig zu tief. Richtig. Hier ist aber ein Haufen Windräder, ne? Ja. Meine Güte. Ja, aber die haben ja sonst nichts. Was baut ihr denn an auf euren Acker? Windräder? Ja. Ich bin Windräderzüchter. Kein Wasser. Ne. Alles Mother-mäßig. Das gibt's doch. So, Sie, tut mir leid, Wasser ist weg. Also mit Wasser oder ohne Wasser, es ist trotzdem echt imposant. Ja. Ja, das sieht natürlich klasse aus, diese ganz Triele. Das sieht aber aus wie so wie Bäume. Ja, diese Veraderung, ne? So, jetzt kommen wir langsam an St. Peter ran. So geil. Machst du wieder über meine Schultern so ein, zwei Fotos? Ja, habe ich schon gemacht. Was, guck mal, denn jetzt sieht das ja, jetzt sieht man ja die Nordsee so. Kios erste Begegnung ausgerechnet bei Nebel. Und ja, wieder Appetit auf Küstennebel, hä? So ist es. Gott, da brauchst du bloß die Hand raushalten oder hast du Küstennebel an der Hand? Da unten seht ihr jetzt was ganz Besonderes, und zwar Häuser auf Stelzen. Die sind nämlich da unten im Watt. Da sind Gastronomiebetriebe drauf. Aber das ist schon cool. Da hinten sieht man schon den Leuchtturm. Da will ich noch mit euch hin. Und dann entscheiden wir, in welche Höhe wir rübergehen. Die Naturschützer, die legen da größten Wert drauf, und da wollen wir uns auch so ein bisschen dran halten. Mindestflughöhe über dem Nationalpark Wattenmeer 600 Meter zum Schutz der Brut- und Rastvögel. Da seht ihr mitten auf dieser Sandbank Süderhoogsand einen Turm. Das ist ein Rettungsturm. Da kann man dort Schutz suchen. Wenn wir jetzt geradeaus weitergeflogen wären, dann wären wir direkt nach Sylt gekommen. Ja, hören um. Aber heute noch nicht. Jetzt fliegen wir erstmal zu meinem Lieblingstürmer nach Föhr. So, dann schauen wir mal. Türmer, so nennen die Flieger die Flugleiter im Tower. In Wieg auf Föhr ist das Hans-Werner Jakobsen, genannt Hansman. Der ist selber Pilot und kennt das Tragschrauberfliegen. Wenn hinten das Ding ausfällt und dann geht es nur noch in eine Richtung. Ich meine, das sind ja keine Segelflugzeuge. Das ist wie, als wenn du ein Klavier fliegst. Ne? Das ist dann nur noch in eine Richtung. Schon 1992 sind er und ein Kumpel mit Tragschraubern nach Sylt geflogen. Auf dem Rückweg ist dem Kollegen dann der Propeller ausgegangen und dann hat er das Ding mit Autorotation praktisch dann in Hörnum am Strand hingesetzt. Es ist nichts passiert, aber trotzdem, wenn man sich darauf nicht verlassen kann, wir sind ja auf der Insel. Delta Mike, Bravo, Kilo India Formation ist im Querflug. Nichts weiter gemeldet und den Wind immer noch mit 106 Knoten. War schon wieder ein Golfplatz da vorne rechts? Ja. So, und dann kriegen wir hier keinen Golfball ab. Nicht, dass der Pilot hier noch gleich Golfball abkriegt. So sieht's aus. Ne? Da wir auch den Kopf hängen. Die können nachher gar nicht aus ihrem Flieger rauskommen. Sind K.O. geschlagen. 40 Minuten Flug über den Meeresboden. Nur einen Zipfel von Sylt gesehen, die Nordseewellen noch gar nicht. Das ist wirklich imposant, wenn man diese riesige, das ist ja eine ganz andere Liga jetzt, von dieser Weite und so. Das ist schon imposant, das muss ich sagen. Ja, da kriegt er eine geballert, dass der Schwung hat ordentlich Kraft. Nicht am Ende, in der Mitte. 4 Tage rotiert, 6 Flugplätze, 800 Kilometer Flugstrecke, keine größeren Pannen, aber erste Ermüdungserscheinungen. Das ist kein Sicherheitsrisiko, das ist nur eine Bequemlichkeit, damit ich den einfach schneller runtergebremst kriege.
Sag mal, mein lieber Kio, wieso musstest du noch mal landen? Das habe ich jetzt nicht so ganz begriffen. Ich wollte noch mal landen. Das hat mir sehr gut gefallen in Uetersen. Und da habe ich gedacht, eine Landung ist wenig. Und dann bin ich einfach noch mal gelandet. Hast du die Landegebühr denn noch entrichtet? Nee, ne? Nein, das brauche ich auch nicht. Dann flieg da jetzt bitte hin und zahl deine Landung. Ich brauche das nicht. Warum nicht? Weil... Das war eine Sicherheitslandung. Weil genau. Du bist. Ja. Das war eine Sicherheitslandung. Kann das, was war denn das Problem? Hattest du da noch irgendwie vergessen, Benzel abzumachen? Ich habe vergessen, die Schutzkappe für mein Geschwindigkeitsmesser abzuziehen. Ich wollte dir das doch abziehen, als du zur Tankstelle gerollt bist. Und da hast du so gegen die Scheibe geklopft und hast du nein, so ja, gedacht, weil das sein lassen. Ich muss mich auch um meine Firma kümmern, logischerweise. Und jetzt ist auch alles neu, die Maschine ist neu. Und mit den Leuten, das ist natürlich auch aufregend, sage ich mal. Und dann, man prüft alles und das... Allerwichtigste eigentlich, das heißt das Allerwichtigste, aber einer der wichtigen Sachen habe ich einfach dann vergessen. Landegebühr für Föhr 8 Euro pro Tragschrauber. Barzahlung bei Hensman. Moin. Moin, moin. Grüßen Sie was. Na, passen wir hier alle rauf? Moin. Klar. Moin, mein Lieber. Wir müssen ja. Alles gut? Du bist der Fänger in der Geschichte, ne? Ja, genau. Rotorfänger nennen sie. Ja, genau. Wer bezahlt denn die ganzen Flurschäden, die ihr jetzt gemacht habt? Das macht der Kio. Ich finde, der Kio kann jetzt meinen ausgeben. Aber eigentlich kriege ich von Ihnen immer Ärger, weil irgendwas nicht stimmt. Nur letztes Mal hat sein Personal den Ärger gemacht und da hat er mich erst beschimpft und dann habe ich das klargestellt und seitdem sind wir die besten Freunde, ne? Alles Ansichtssache, ne? Das läuft hier. Er hat mich ja sogar mit Namen begrüßt. Also von daher, ich habe einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Er hat Mausebär gesagt über Funk. Was? Da kommt der Mausebär. Das habe ich nicht gesagt. Den habe ich mich verhört. In einer Stunde soll Regen kommen und böiger Südwestwind mit Stärke 7. Vor dem Rückflug bleibt nur noch kurz Zeit für den Südstrand von Föhr. Okay, und da hinten siehst du Langeness, die ganzen Halligen. Weiter Flug nach Sylt, ausgeschlossen. Hier ziehen sie ihr Fazit. Der Schönheitswettbewerb zwischen Nord- und Ostsee hat zwei Sieger. Gleich nach der Landung hat Kio wieder telefoniert. Mit der Firma natürlich, aber auch mit seiner Frau. Diese Weite, und weil auch wenn, ob Wasser da ist oder nicht, das sieht ja, diese, wo das Wasser so zurückläuft, wie auch immer das heißt, das sieht ja von oben aus wie Wurzeln. So, das ist so diese Form, und die das so annimmt von alleine, das ist wirklich spektakulär. Ich habe wirklich zu meiner Frau gesagt, dass wir auch mal ruhig mal herfliegen sollten jetzt. Also das hätte mich jetzt auch geärgert, weil dann hätte ich ja Kio gewinnen lassen. Das geht nicht. Nein, nein. Auf ihrem nächsten Flugtrip wollen sie mit noch mehr Tragschraubern unterwegs sein. Ich hätte Bock, dass wir das wieder machen. Ja. Ja. Ne? Aber, aber diesmal den südlichen Bogen. Ja, wer könnte... Richtung Alpen meinst du? Ja, den südlichen Bogen wäre zum Beispiel diese, die, wo ich gerade vorhin gesagt habe, bei Dresden da rum so. Ne? Und dann so an der tschechischen Grenze so kreuzen und dann so bis vor den Alpen und dann hinten wieder hoch. Also nee, das muss andersrum. Für Kio, Sebastian und ihre fliegenden Mopeds geht es jetzt zurück zum Festland. Zum ersten Mal auf dieser Tour mit Rückenwind. Ja, also bis zu den Alpen habe ich das ja auch schon geschafft, aber nicht rüber weg. Weil du kannst noch heute...